Hallo und herzlich willkommen zu unserer Mini-Meditation. 5 Minuten in der Stille sein und du gehst entspannter in den Tag hinein. Einfach mal 5 Minuten für dich hernehmen, sich hinsetzen, in die Stille gehen und beobachten. Meditation bedeutet Konzentration. Das heißt, wir konzentrieren uns auf eine bestimmte Sache und versuchen die Energie 5 Minuten dann auch so zu halten, dass wir uns von nichts ablenken lassen. Natürlich, wenn du Anfänger bist, passiert es dir, dass du immer wieder mit den Gedanken abschweifst und woanders bist. Aber das ist kein Problem in dem Sinne. Es gibt kein richtig oder falsch. Wenn du merkst, dass du abschweifst, dann gehst du einfach wieder zurück. Ja, gut. Und heute geht es mal um das Thema Lebensfreude. Lebensfreude, ich weiß nicht, ob du das auch so beobachtest, aber ich habe das Gefühl, umso älter man wird oder umso mehr man im Erwachsenenleben drin ist, umso weniger Lebensfreude empfindet man. Die Lebensfreude geht mit den Jahren immer mehr verloren und man weiß eigentlich auch gar nicht, woran es liegt, bis man sich mal wirklich hinsetzt und sich Gedanken dazu macht. Jeder empfindet auf seine Art anders seine Lebensfreude und dementsprechend gestaltet er auch seine Freizeit. Vielleicht bist du ein Mensch, der sehr viel Lebensfreude in sich trägt. Vielleicht einer, der so gut wie gar keine Lebensfreude in sich hat. Und heute geht es darum, mal sich bewusst 5 Minuten die Zeit zu nehmen und mal zu beobachten, wo in meinem Leben verspüre ich Lebensfreude. Und wenn du da gar nichts wahrnimmst, was könntest du tun, um wieder in deine Lebensfreude zu kommen? Wenn du mitmachen möchtest, setz dich aufrecht hin, die Schultern gehen locker nach hinten und nach unten und dann schließe deine Augen. Atme entspannt ein und aus. Mach lange Atemzüge und lass mit der Ausatmung alle Anspannungen los. Und wenn du jetzt soweit bist, dann darfst du dich jetzt auf deine Lebensfreude konzentrieren. Beobachte, was sich dir alles zeigt. Beginne.
Gut, dann komme ich langsam aus der Meditation heraus. Atme tiefer, bewege dich, öffne deine Augen. So, wie ging's dir? Konntest du wieder Lebensfreude in dir entdecken? Oder hattest du das Gefühl, dass bei dir überhaupt keine Lebensfreude vorhanden ist? Vielleicht bist du ja auf irgendwelche Gedanken gekommen, was dir Lebensfreude bereiten könnte. Und du könntest das vielleicht jetzt in deinem Alltag auch angehen. Wenn du möchtest, kannst du mir gern deine Erfahrungen im Kommentarfeld hinterlassen. Dann wünsche ich dir heute noch einen entspannten Tag mit viel Freude. Und bis zum nächsten Mal, Jolita Rühle von www.kommindeinekraft.de. Tschüss!